Ja, da war er noch jung. Eros Ramazzotti, Terra Promessa, hier bei uns auf Radio Grün-Weiß, heute am 31. Oktober. Und heute ist Halloween. Und wir gehen jetzt danach, Frage nach, gibt sie eigentlich wirklich Geister, Kobolde, Vampire und Zombies? Die Vienna Ghost Hunters gehen dieser Frage wirklich nach und untersuchen sowohl Friedhöfe als auch Burgen, Schlösser, verfallene Fabriken oder Häuser und auf Wunsch auch Privatgrundstücke auf eventuelle paranormale Aktivitäten. Begonnen hat alles für den Chef Geisterjäger Wilhelm Gabler vor mehr als 20 Jahren. Ich habe mich immer schon für das Thema selber interessiert, von Kindesschuhen an sozusagen. Und das Unbekannte hat mich immer fasziniert. Und ich habe auch immer gehofft oder an Geister geglaubt, sagen wir lieber so. Und irgendwann, da hat dann in Österreich das Internet seinen Einzug gefunden, habe ich mich umgesehen und habe eine einzig deutschsprachige Seite gefunden, die sich mit dem Thema sehr auseinandergesetzt hat, aber eben nicht wirklich aktiv, sondern es wurden sehr viele Buchseiten kopiert und abgeschrieben und so. Und ich habe gesagt, Leute, ich steigere eure Useranzahl und gehe auf Geisterjagd. Ja, seine erste Geisterjagd hat Gabler auf den Friedhof der Namenlosen in Wien geführt. Und habe dort eben unter ziemlichen Schweißausbrüchen und Angstattacken habe ich dort meine erste sozusagen paranormale Geisterjagd gestartet und habe versucht, irgendwas zu erleben, was man sich nicht erklären kann. Der erste Besuch war auch ziemlich langweilig, muss ich sagen. Ich hatte zwar Angst, weil wer geht schon in der Nacht auf einen Friedhof? Und dann hat mich irgendwo, mich dann zu Hause war, das Suchtpotenzial gepackt und dieser Adrenalinstoß, den ich aufgrund meiner Angst erhalten hat, hat mich dazu motiviert, nochmal hinzufahren. Ja, und dann habe ich auch meine Fotos gemacht und habe auf einem Foto Gestalten oben gehabt, wo ich dann eben nähere Nachforschungen machen wollte und so ist das Ganze ins Leben gerufen worden irgendwie. Mittlerweile sind die Vienna Ghost Hunters Europas älteste Gruppe sowie der größte Verein zur Erforschung paranormaler Aktivitäten. Wir gehen da in zwei unterschiedlichen Varianten vor. Das erste sind diese Teamuntersuchungen, wo wir auf vermeintliche Spukorte fahren und tatsächlich versuchen, irgendwas Unerklärbares auf Kamera, auf Fotoapparat, auf Tonaufnahmen zu bekommen. Und das zweite sind diese Hilfe bei Spukangebote, wo wir zu Privathaushalten fahren, wo Meinung vertreten ist, dass es das spuken könnte und dann schauen wir, wo tatsächlich die Problematiken liegen. Gruselt es da jetzt eigentlich einen noch selbst, wenn man da als Geisterjäger im Einsatz ist? Also gruselig glaube ich nicht mehr, dass irgendwas ist, weil ich das schon so endlos lang mache. Also ich mache das jetzt seit 22 Jahren, wirklich auf professionelle Art und Weise, sodass jegliche Angst und Grusel verschwunden ist. Aber wir haben natürlich unsere Erlebnisse, wo wir zum Beispiel bei einem alten Sanatorium waren und wo auf Kommando eine Tür auf und zu gegangen ist. Wir haben immer wieder auf Fotos Kindergestalten drauf oder irgendwelche Schatten und so weiter. Es ist ganz unterschiedlich. Ja, die Vienna Ghost Hunters sind übrigens in ganz Österreich unterwegs. Derzeit wird auch an einem Film über das Paranormale gearbeitet. Alle Infos gibt's unter viennaghosthunters.net. Radio Grün-Weiß. Unser Infosender, unsere Steiermark.